Was wäre eigentlich passiert, wenn Harry Potter gar keine Verbindung zu Lord Voldemort gehabt hätte? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns fragen, was passiert wäre, wenn Harry Potter keine Verbindung zu Lord Voldemort gehabt hätte. Und damit meine ich wirklich gar keine. Keine Narbe, kein Stück von Voldemorts Seele. Aber natürlich wäre Lord Voldemort trotzdem auf seinem Pfad der Vernichtung gewesen. Hätte dies die Geschichte erheblich verändert, wenn keine Verbindung bestanden hätte? Lasst uns ohne weitere Umschweife direkt eintauchen und in chronologischer Reihenfolge die möglichen Auswirkungen auf der ganzen Harry Potter-Welt erforschen. Beginnen wir mit der Prophezeiung. Die Prophezeiung, die besagt, dass einer von ihnen den anderen töten wird, entweder Harry oder Voldemort, hätte nicht die gleiche Bedeutung gehabt. Die Prophezeiung wurde von Sybil Trelawney gemacht und leitete viele Ereignisse der Geschichte ein. Ohne diese Verbindung wäre die Bedeutung der Prophezeiung in Frage gestellt worden. Kommen wir nun zum ersten Kontakt mit Lord Voldemort. Stellen wir uns vor, Harry hätte keine Verbindung zu Voldemort durch die Ermordung seiner Eltern, als er ein Baby war, gehabt. Also Harry hätte keinen Teil von Voldemorts Seele abbekommen und hätte keine telepathische Verbindung zu ihm. Hagrid wäre ziemlich sicher immer noch gekommen, um Harry zu den Dursleys zu bringen, aber es hätte kein besonderes Geheimnis um Harrys Vergangenheit gegeben. Der Junge wäre ein gewöhnlicher Waise gewesen und hätte möglicherweise eine normale Kindheit bei seinen Verwandten verbracht. Naja, was heißt schon normal? Die Kindheit hätte sich nicht so doll verändert, wenn wir nicht an gewisse Theorien glauben, dass Harry als Horcrux verantwortlich für die schlechte Stimmung der Dursleys war. Die Kindheit wäre also ganz normal verlaufen wie auch zuvor, außer ein paar kleinen Einzelheiten, die nicht passiert wären. Wie zum Beispiel Harrys Gabe mit Schlangen zu sprechen. Die hat er ja normalerweise durch Lord Voldemort erhalten. Als nächstes kommen wir zu seiner Schulzeit, die wahrscheinlich ohne den großen Ruhm und die ganze Aufmerksamkeit stattgefunden hätte. Ohne die spezielle Verbindung zu Lord Voldemort hätte Harry wahrscheinlich nicht die ganze Berühmtheit erlangt, die ihm jetzt umgab. Er wäre ein weiterer Schüler in Hogwarts und hätte nicht den Druck, der Junge, der überlebte, zu sein. Infolgedessen hätte er möglicherweise ein ruhigeres und normaleres Leben an der Schule geführt, ohne ständig von Fans, Medien und den dunklen Mächten verfolgt zu werden. Kommen wir nun zum ersten Harry Potter-Teil, dem Stein der Weisen und was sich dort verändert hätte. Ohne die Verbindung von Voldemort zu Harry hätte Professor Quirrell keinen Grund gehabt, Harry zu verfolgen, um den Stein der Weisen zu bekommen. Harry hätte nicht die gefährlichen Herausforderungen bewältigen müssen und somit wäre Voldemort nie auf die Idee gekommen, den Stein zu stehlen, um wieder auferstehen zu können, weil er das gar nicht brauchte dafür. Im zweiten Harry Potter-Teil, die Kammer des Schreckens, wird es dann schon etwas interessanter. Da die Verbindung zwischen ihnen fehlt, hätte Tom Riddle keine Möglichkeit gehabt, über Harry mit Ginny Weasley in Kontakt zu treten. Die Kammer des Schreckens hätte nicht geöffnet werden können, was auch bedeuten würde, dass das Geheimnis um Tom Riddle und das Tagebuch verschlossen geblieben wäre. Aber selbst wenn Tom Riddle es irgendwie geschafft hätte, mit Hilfe eines anderen Schülers zum Beispiel die Kammer des Schreckens trotzdem zu öffnen, hätte Harry keine wirkliche Möglichkeit gehabt, ihn zu stoppen. Er kannte die Puzzlesprache nicht und dadurch hätte er die Kammer nie öffnen können. Kommen wir zum nächsten Harry Potter-Teil, der Gefangene von Azkaban. In dieser Zeitlinie hätte Harry nicht den Schutz seiner Mutter durch seine Verbindung zu Voldemort gehabt. Sirius Black wäre vielleicht immer noch aus Azkaban entkommen, aber er hätte keinen Grund gehabt, Harry zu verfolgen. Er hätte ihn vielleicht trotzdem gesucht, um ihm alles zu erklären und ihn als Familie anzunehmen, aber bestimmt nicht, um ihn zu schützen, weil Harry nie wirklich in Gefahr war. Auch die Zeitreise mit Hilfe des Zeitumkehrers hätte nicht stattgefunden, da kein Grund bestanden hätte, Harry und Sirius zu retten. Kommen wir nun zum Feuerkelch und dem Trimagischen Turnier. Ohne die Verbindung hätte Barty Crouch Jr. keinen echten Grund gehabt, Harry in das Trimagische Turnier einzuschmuggeln. Harry wäre nicht in den Gefahren des Turniers verstrickt gewesen und Voldemort hätte keine Gelegenheit gehabt, seine Rückkehr durch Harrys Blut zu beschleunigen, was auch gar nicht möglich gewesen wäre. Die Ereignisse hätten sich komplett verändert. Harry hätte gar nicht am Turnier teilgenommen und Cedric Diggory wäre in diesem Szenario wahrscheinlich auch nicht gestorben. Beim Orden des Phönix würde sich Folgendes ändern. In dieser Zeitlinie hätte Harry keinen wirklichen Grund gehabt, die Albträume und Visionen von Voldemort zu haben, die ihn im Orden des Phönix plagten. Er wäre nicht mit ihm verbunden gewesen und von daher würde die ganze Rettungsmission von Sirius Black gar nicht stattfinden. Es hätte keinen wirklichen Sinn ergeben, das Geheimnis der Prophezeiung zu enthüllen, da Harrys besondere Verbindung zu Voldemort nicht existieren würde. Voldemort suchte aktiv nach Harry, um ihn zu töten, weil er ihn als eine Bedrohung ansah.
Ohne die Verbindung hätte Voldemort möglicherweise immer noch Jagd auf Harry gemacht, aber der Grund dafür wäre möglicherweise weniger persönlich gewesen. Kommen wir zum Halbblutprinzen. Die Beziehung zu Horace Slughorn und der mysteriöse Halbblutprinz hätten in dieser Version der Geschichte keine wirkliche Rolle für Harry gespielt. Die Verbindung zu Voldemort half Harry bei der Entdeckung der Horcruxe, insbesondere durch seine Visionen. Ohne diese Verbindung hätte Harry möglicherweise Schwierigkeiten gehabt, die Horcruxe zu identifizieren und ihre Zerstörung zu planen. Er wäre nicht an die Infos gekommen, die er wollte. Aber sie hätten ihm auch nicht viel gebracht, da er niemals die Horcruxe gefunden hätte, geschweige denn zerstört. Seine Suche nach den Horcruxen wäre vielleicht anders verlaufen, aber die Verbindung hätte keinen Einfluss auf den Kampf gegen Voldemort gehabt. Kommen wir nun zum letzten Teil, den Heiligtümern des Todes. In dieser abschließenden Zeitlinie hätte Harry immer noch seine Mission gehabt, Voldemort zu besiegen. Aber ohne die Verbindung zwischen ihnen hätte er vielleicht gar keine Ahnung gehabt, wie er die Horcruxe hätte finden oder zerstören sollen. Er hätte niemals herausgefunden, was die Horcruxe von Voldemort eigentlich waren. Wie denn auch? Raten? Logisch nachdenken? Nein, ich glaube nicht. Da hilft nur Nachforschen mit sehr viel Zeit. Und genau diese Zeit hätte Harry nicht gehabt. Der entscheidende Moment des finalen Kampfes zwischen Harry und Voldemort wäre möglicherweise ganz, ganz anders verlaufen. Ich bin aber komplett davon überzeugt, dass Lord Voldemort gewonnen hätte, wenn sie diese Verbindung zwischen sich nicht gehabt hätten. Kommen wir nochmal zu einem kleinen letzten Punkt, und das betrifft die Freundschaften und die Unterstützung. Die Verbindung zu Voldemort hat Harry oft in Gefahr gebracht, aber sie hat auch dazu geführt, dass er enge Freundschaften und Unterstützung von anderen Schülern und Lehrern in Hogwarts gefunden hat. Diese Beziehungen wären möglicherweise anders entstanden, wenn Harry nicht die besondere Verbindung zu Voldemort gehabt hätte. Und auch das hätte dazu beigetragen, dass Voldemort eher näher an den Sieg rangerückt wäre. Wie Harry Potter selber sich entwickelt hätte, kann man nicht genau sagen, da er zwar viele Fähigkeiten nicht mehr gehabt hätte, wie die Parselsprache zum Beispiel, aber es hätte natürlich auch gute Seiten gegeben, wie zum Beispiel die Verbindung der Vision, die Voldemort ihn sehen ließ. Diese wären nicht mehr da gewesen. Die Verbindung ermöglichte es Harry, in Voldemorts Gedanken Einblicke zu bekommen, was ihm in der Vergangenheit Visionen und Träume bescherte, die ihn auf verschiedene Ereignisse aufmerksam machten und ihn leider auch leiden ließen. Das hat wie gesagt Vorteile und Nachteile, je nachdem wie man drauf guckt. Wenn er diese Vision aber nicht gehabt hätte, wäre sein persönliches Leben durchaus deutlich entspannter verlaufen. Zusammenfassend können wir sehen, dass die Abwesenheit der Verbindung zwischen Harry und Lord Voldemort die Geschichte der Harry Potter Saga erheblich verändert hätte. Viele der ikonischen Momente und Handlungsstränge, die wir kennen und lieben, wären nicht passiert. Es zeigt uns, wie wichtig dieses Element für die Entwicklung der Geschichte war. Ich hoffe, dass dir diese alternative Sichtweise auf die Harry Potter Saga gefallen hat. Vergiss nicht, deine Meinung und deine Gedanken in die Kommentare unten zu teilen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.